Da hat der Regen Gott sei Dank nachgelassen. Der Regen ist auch immer so laut, obwohl ich den schon leise gestellt habe. Die Kohle nehmen wir gleich auch mit, denn Kohle können wir immer gebrauchen. Ich mache hier nochmal wieder eine Fackel hin. So, jetzt haben wir kein Diorit mehr, aber dafür aber Unmengen Granit und Kohle. Meine Güte. Also ich glaube, davon müsste es schon ein bisschen weniger geben. Ich weiß gar nicht, wann. Ich glaube, mit 1.8 sind die dazugekommen, ne? Granit und sowas. Aber davon gibt es eindeutig zu viel. Der ganze Untergrund ist ja davon voll hier. Und wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, fände ich das echt cool, wenn man hieraus auch halbe Steine machen könnte oder diese Stüfchen. Das würde ich sehr begrüßen, weil das sieht doch sehr gut aus, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut, denn wir werden unseren Balkon oder vielmehr die Terrasse aus Diorit machen. Ich hatte ja geschwankt zwischen Andesit oder wie das Zeug heißt und Diorit. Aber ich glaube, das hellere passt einfach besser, dadurch, dass wir schon dunkles Holz draußen haben. Da wollte ich jetzt nicht noch eine schwarze Terrasse haben. Halt mal die mal etwas heller. So, wenn wir mal das aber haben, dann gehen wir wieder nach oben und das machen, was wir eigentlich vorhatten. So, dann wollen wir hier mal ein paar Lücken füllen. Alles werden wir zwar nicht schaffen, aber so, dass hier unten nichts spawnen kann. Denn Monster können spawnen ab einer Höhe von 2. Und wenn wir denen das nicht geben, dann kann auch nichts spawnen. So, dann können wir nicht die Fackel ja schon wieder mitnehmen. Und da ist 1,6 schon draufgegangen. Jetzt nehmen wir mal einfach ein bisschen Erde. Dann machen wir auch mal zu. Wie weit hoch müssen wir denn? Ach du Scheiße, das ist ja ein bisschen was. So, die Fackel können wir dann auch mitnehmen. Und da ist jetzt auch gleich unsere Erde weg. Jetzt haben wir noch 34 Bruchstein. Das müssen wir uns gut einteilen. So, dann boxen wir uns jetzt hier mal hoch. Oh, es hat doch nicht aufgehört zu regnen, als ich dachte. So, das ruppen wir jetzt hier noch raus. Dann kommt hier auch Bruchstein hin. Hier brauchen wir jetzt keine Angst zu haben. Hier sind wir jetzt direkt bei den Truhen. Wenn uns etwas fehlen sollte, kommen wir da jetzt schnell dran.
Das da hinten in den Wänden lassen wir drin. Wir machen jetzt hier noch schnell den Boden. Ich lasse mich zu schnell ablenken. Hier in Minecraft. So, das nehmen wir noch mit, denn hier kommt ja wieder die Wand hin. Mein Gott, ist die Karte davon zu gemüllt. Ach, was soll's, jetzt sind wir hier einmal dran. Nehmen wir den Rest jetzt hier auch noch. Brauchen wir aber noch mehr Bruchstein. Wir hinten werden wir mit Bruchstein auskleiden. Und hier oben drüber kommt dann Cleanstone hinterher. Aber wie gesagt, das kommt dann alles hinterher. Hoppala. So, wir müssen noch einen höher. Das war falsch. Nee, das war richtig. Den hätte ich lassen können. Aber nicht schlimm. Da ist noch Granit gewesen. Hier mache ich nochmal eine Fackel hin, damit es hier nicht dunkel ist. Und wir brauchen nochmal Bruchstein. Und dann sollte es das aber auch erstmal gewesen sein. Gut, dass wir schon ein bisschen was rausgeklöppelt haben. Und der Regen dürfte mal aufhören. Ich wollte gerade sagen, da waren da jetzt keine 64 Steine. Hätte mich doch jetzt stark gewundert. Nein, nicht mit dem Schwert. Mit dem Schwert, das wäre nicht so gut. Ne, hier muss ich nochmal rausruppen. So. Jetzt ist es richtig. So. Das heißt, das kommt weg. Das hier kommt weg. Die Wand, die reißen wir jetzt hier noch raus. Damit sich das so weiter fortläuft hier. Dann können wir demnächst vielleicht noch ein paar Truhen hier reinstellen. Zwei Truhen haben wir ja noch oben, die wir gefunden haben. So, hier machen wir noch ein Lichtlein zu. Jetzt den restlichen Stein hier abgekloppt und dann machen wir, gehen wir nach oben. Ich weiß nicht, ob wir nicht noch Lehm nachgeben müssen. So, dann kommt hier jetzt noch eine Fackel hin. Hier meinetwegen noch und hier. So, das müsste jetzt aber reichen. Jetzt dürfte hier nichts mehr passieren. Boah, haben wir jetzt hier gesammelt. Was haben wir hier hin? Hier haben wir polierten Granit. So, jetzt kommt hier noch einiges dazu. Das ist jetzt Diorit. Den können wir schon mal verwerten. Nee, das ist Bruchstein. So, dann bleibt noch einer übrig. Der kommt dann hier hin. Und hier können wir auch, denke ich, mal ein bisschen was ablegen. Jetzt haben wir drei Stacks. Das müsste, glaube ich, erst einmal reichen. Und wenn nicht, dann
Können wir immer noch schauen. Hier haben wir immer noch Diuretrum fliegen, aber das grabe ich jetzt nicht auch noch ab. Und hier haben wir schon Steinziegel. Was hatten wir hier? Kies. Kies haben wir jetzt nicht mehr drin, aber Cobblestone kann ich hier auch schon wieder. So. Türe zu. Ab nur oben. Es hat aufgehört zu regnen, so muss es sein. Gut, gelber Farbstoff, das kommt jetzt auch mal hier oben rein. Das kommt hier oben rein, das brauchen wir jetzt nicht. So. Wir haben noch Schaufeln, das ist gut. Jetzt ist die Frage, aus welchem Holz machen wir unseren Gartenzaun? Ich hätte Erde mitnehmen können. Aber vielleicht können wir das hier irgendwie so abstecken. Ja, wir brauchen Erde. Und vielleicht machen wir, damit wir nicht zu viele verschiedene Holzarten haben. Wir haben ja schon drei. Wo haben wir Holz? Hier haben wir Holz. Wir haben für oben Birkenholz genommen. Birkenholzzaun. Werden wir jetzt auch weiter benutzen. Dafür brauchen wir allerdings auch wieder Stäbchen. Das heißt, wir müssen Birkenholz fällen gehen und normales Holz, damit wir Stickies bekommen. Ja, wir machen wie oben. Und dann, warum bin ich hier unten hingegangen? Ach ja, genau. Wegen Erde. Brauchen wir. Dann gehen wir jetzt erstmal eine Runde schlafen, damit es draußen hell ist. Da können wir besser sehen. So, gute Nacht. So. Also jetzt finde ich, muss ich sagen, sieht man das echt gut, was Eichenholz und was Schwarzeichenholz ist. Das kann man echt gut unterscheiden. Nur die Türen sehen noch ein bisschen blöd aus mit dem Texture Pack. Das gefällt mir noch nicht ganz so gut. So, wir brauchen Birke. Da möchte ich eigentlich nicht ran, weil das macht unsere Aussicht kaputt. Gehen wir mal hier hinten hin. Ich glaube, die zwei hier vorne, die hatte ich mal gepflanzt. Ja, das bisschen müsste eigentlich noch ausreichen. Dann haben wir hier schon den ersten Birken. Die erste Birke. So, dann kann er jetzt mal hier decayen. Ne, den möchte ich eigentlich nicht fällen. Decayt der? Ja. Was nehmen wir denn dann noch für einen Baum? Weil die stehen hier so schön dicht beieinander. Komm, helfen wir dem Ganzen mal, damit wir einen Setzling bekommen. Wir haben auch schon einen gekriegt. Nein. Nehmen wir das mal nach oben. Da ist ein Setzling. Sehr schön. Dann haben wir noch einen. Das heißt, wir können wieder eine weitere Birke setzen. Und da ist noch ein Setzling. Noch ein Setzling hier unten auf dem Boden. Drei Stück. Wird jetzt schon wieder dunkel. Tatsächlich, nee, wird hell, wir sind da gerade schlafen gegangen. Also dunkel dürfte es eigentlich nicht werden. Nee, da nicht. Und hier. So, dann nehmen wir die beiden. So, dann haben wir ein paar Eichenbretter. Jetzt weiß ich nicht, die Zäune macht man ja nicht mehr nur aus Stöckchen. Die Zeiten, die sind vorbei. Man braucht jetzt auch richtiges Holz dafür. So, komm. Gib mir Setzlinge.
Hallo. Hier haben wir einen. Aber ich brauche jetzt noch von der Birke einen. Jetzt muss ich da hinten wieder einen wegnehmen, dann pflanzen wir den dann hier hin. Okay, und dann nehmen wir hier einen weg. Nehmen wir den. Pflanzen den da oben hin. So, jetzt gucken wir mal, wie viele. Ich habe noch einen Setzling. Da ist er. So, wir haben jetzt 13 Birkenholz und 5.